Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 8 von Factorio. Ja, wir sind hier drinnen und irgendwas läuft oder läuft auch nicht. Da kommt eine grüne Flasche wieder und ich glaube, wir brauchten auch grüne Flaschen, oder? Sind sogar welche noch drinnen. Das heißt, es läuft. Braucht man wirklich grüne? Nein, wir brauchen gar keine grünen Flaschen. Alles klar, das ist ja noch besser. Die müssten eigentlich dann auch von dieser Seite genommen werden, oder sehe ich das falsch? Die roten Flaschen. Ja, passiert auch. Okay, alles gut. Okay, jetzt war meine Überlegung dann, wir sollten vielleicht gucken, dass wir hier, ups, das war die falsche Taste, so arbeiten, dass wir das alles in eine Richtung haben, dass wir hier diese gleich abreißen könnten, dass dieses hier auch da ist. Das läuft dann zwar jetzt alles rum, aber wir müssen gucken, dass wir den Kreislauf hinkriegen. So, stopp. So, das soll alles in einem Kreislauf arbeiten. Dass, wenn es irgendwo herkommt, dann geht es auch weiter. Ja, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ich mache es hier hoch. Okay, dann sind wir zu weit weg, dann müssen wir wieder näher laufen. Ne, der letzte war jetzt falsch, ne? So, das passt schon. So, jetzt klappt es richtig. Gut, okay. So, und jetzt sollten die alle immer im Kreis laufen. Die Maschine da nimmt ab, also die Kiste hier wird abgenommen. Das heißt, es rutscht immer irgendwas rum. Das war so meine Idee dafür, ne? Ja, immer muss man ja überall rumlaufen. So, hier muss es auch irgendwo anders gehen. Obwohl, es läuft ja da drauf. Das heißt, die müssten auch mal durchrutschen können, oder? Funktioniert das nicht? Schwierig, oder? Hier müsste man auch das weitermachen, oder? Und immer kommt es irgendwo dann vorbei, aber hier haben wir gerade gesehen, der Ofen wurde auch befüllt. Und hier die Kiste wird jetzt gleich voll sein, ne? Oh, geht sogar. Was schön wäre, wenn die linke nicht nur die rechte Seite besetzt ist. Oh, da ist die Forschung schon vorangekommen. Ach so, ja. Dann müssen wir jetzt das forschen. Läuft auch weiter. Hier wird jetzt abgenommen. Da sollte gleich auch nichts mehr sein. Ich denke mal, den bauen wir schon mal ab. Unsere Idee funktioniert eigentlich, ne? Wie sieht es hier drin aus? Es ist alles vorhanden, es passiert aber nichts. Ne, da fehlt irgendwas. Okay, da braucht man immer zwei Pakete, dass das läuft. So, okay, dann ist der hier schon mal in Anführungsstrichen fast über, obwohl er in diesem Kreislauf zupacken könnte. Jetzt haben wir natürlich gar keine Flaschen mehr. Da werden die hergestellt. Da werden die grünen Flaschen hergestellt. Und wo werden die roten hergestellt? Hier unten? Ja. Ne, sehe ich jetzt gar nicht. Wo kamen die denn her?
Da war das nicht. Da auch nicht. Ach doch, da. Okay, was brauchen die denn? Zahnräder. Dort fehlt es an Zahnrädern. Wenn die Zahnräder jetzt hier lang könnten, ne, dann würde das ja alles funktionieren. Wir müssten definitiv mehr Länge haben, sozusagen, ne? Jetzt überlege ich gerade, wie kriege ich das hin? Dass der sich hier einen Roboter hinmache und der bringt mir das auf die andere Seite wieder raus. Geht das? So, der hat keinen Kraftstoff. Befeuerter Knickarmroboter. Wo kriege ich jetzt das her, was ich haben möchte? Da ist nichts drin. Das können wir aber mal gerade rübernehmen. Und was fehlt hier? Hier fehlten die Zahnräder. Jetzt wird das wieder hergestellt. Kohle gab es hier oben irgendwo, ne? Da unten auch. Aber irgendwo kommt es nicht in die Kiste, ne? Da fehlt es jetzt wieder. Mal denn sowas da? Ach, wir haben hier noch was drin, aber gut. Dann packen wir das da mal gerade rein und gucken, was passiert. Ja, er macht es jetzt auf Außenbahn rauf. Das ist das, was ich wollte. Läuft aber da nicht weiter, sehe ich gerade. Weil hier der Stau ist und da geht es nicht weiter. Obwohl die auch alle weiter rutschen, weil irgendwo anders wieder abgenommen wird, nämlich hier. Weil die Produktion da unten ist einfach zu groß. Okay, die Befeuerten sind auch langsamer wie die elektrischen, ne? Ja, was bedeutet das für uns? Ich würde den hier gerne weiterbauen. Geht das hier hin? Dann müssen wir erstmal dahin laufen. So. Jetzt fehlt mir da einer. Oder? Ne, einen habe ich glaube noch, ne? Jetzt laufen die da lang. Dann kann ich den hier abbauen, weil den brauche ich nicht mehr. Den kann ich auch abbauen, weil den brauche ich auch nicht mehr. Die liegen ja jetzt alle da auf dem Band und fahren durch. Forschung läuft noch. Hier müsste ich das Band noch weiter haben. Geht aber nicht. Gut. Na, ich baue mal hier weiter. So. Ich baue es erstmal hoch.
Allzu weit weg. So passt's. Und da geht's weiter. So, dann macht's die große Runde bis dahin. Und da geht's aber nicht weiter. Weil hier unten funktioniert's nicht. Und warum geht das doch? Geht doch. Wir waren nur wahrscheinlich zu weit weg, ja. So. Jetzt läuft das überall hin. Ja, müssen wir gucken, dass das funktioniert, ne? Hier ist der Megastau schon passiert. Das läuft aber nicht dran vorbei. Der hat hier keine Lücke zum Ablegen. Ja, schwierig. Gut. Da staut sich jetzt das Kupfer. Da läuft's weiter, da nicht. Das heißt, wir müssen mehr Roboter hier einsetzen. Die sind größer, kann das sein? Jetzt brauchen wir noch eine Kiste. Dann brauchen wir eine Eisenkiste, ne? Da ist wahrscheinlich auch eine größere Kapazität drin, ne? Wenn es geht, brauchen wir die darüber auch nochmal. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Strom. Den machen wir dahin. So, jetzt müsste die Rutsche auch schneller laufen, ne? Die Kiste wird irgendwann voll sein. Ja, das ist so groß und das ist doppelt so groß wahrscheinlich. Gut. Ja, sind wir schon ein Stück weiter. Jetzt gibt es gleich einen Stau auf dieser Seite. Dann geht es da doch nicht wieder weiter. Jetzt ist die Frage, wo sich noch was bewegt und wo nicht. Zurzeit nirgendwo. Wir haben mehr im Kreislauf auf dem Kreislauf drauf als auf dem Kreislauf runter. Das ist unser Problem zurzeit, würde ich sagen. Tja. Automatisierung 2 läuft nicht, ne? Der muss da weg. Und der muss dann dahin, in diese Richtung zum Befüllen. Weiß gar nicht, wie man die Flaschen hier wegnehmen kann, gar nicht. Na, egal jetzt erstmal, gut. Ja, meine Idee ist die, es soll alles im Kreis drehen und es soll überall vorbeilaufen. Hier wird von der rechten Bahn auf die linke gelegt, wie man hier auch sieht. Müssen wir hier noch weiter optimieren, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.